Wir sind in den Gefilden vom Landrat, aber heute ist hier ganz eine andere Konferenz. Bei mir ist der Claude Hodel. Claude, erzähl selber mit deinen Worten, was für Menschen haben sich heute zu welchem Thema getroffen? Ich würde mal sagen, erstaunlicherweise auch etwa fast ein Drittel der Konferenzteilnehmer sind Menschen, die Armutserfahrung haben. Dann hat es natürlich Politiker, erfreulicherweise auch doch einige Politiker. Ich glaube, ich habe etwa 10 gezählt, ich weiß es nicht einmal genau. Und dann hat es natürlich auch Fachleute, wo irgendwo im Bereich von Schuldenberatung, im Bereich von Sozialarbeit, was auch damit zusammenhängt, was mit Armutsbetroffenen zu tun hat, die sind heute da. Um was ist es denn gegangen? Ich habe gesehen, ihr lanciert etwas wegen der parathetischen Kommission. Was bedeutet das? Was ist das? Was impliziert das für die Menschen? Also die parathetische Kommission, das heisst, wir starten eine Petition heute. Eine Petition, die verlangt, wo das im Strategiebericht vom Armutsbericht vom Kanton Basel-Land, wo ja eigentlich die Regierung plant, auch eine Gruppe zusammenzustellen zum Thema Armutsbetroffenheit und dass die Gruppe, respektive die Kommission, dass die sicher zusammengesetzt wird mit mindestens einem Drittel Armutsbetroffenen, einem Drittel von Fachleuten und ein Drittel von anderen Personen, sei es aus der Politik. Und damit wir hier nicht einfach von einer Sitzung berichten und von viel Theorie, ich habe mir der Toni Dallarico, er wohnt in Binningen und ich kenne ihn eigentlich schon lange und bin mir aber gar nie bewusst gewesen, dass er auch genau in die Schicht von Menschen hineingehört. Toni, jetzt habe ich viel mitgekriegt, das braucht so viel Überwindung, eigentlich quasi wie ein Outing, das man hier macht und so. Und ich meine, wenn man dir begegnet, man kriegt das nicht mit. Wie geht es dir in dieser Situation auch jetzt und hier schon sagen, jawohl, ich bin ein Betroffener? Ja, es ist natürlich schön, bin ich angesprochen worden. Also ich bin hier gefragt worden, hast du Lust, mal zu erzählen, wie du das Ganze reingekommen bist? Und ich denke, warum nicht? Ja, klar, machen wir. Und ja, wie du sagst, es hat schon eine rechte Überwindung gebraucht. Klar, es ist ein Auto, wie du sagst. Viele Leute waren sich gar nicht bewusst gewesen, weil du drehst es ja nicht aus. Du gehst ja nicht den Leuten erzählen, oh, ich bin jetzt ein armer Sieg oder so. Ja, das probierst du eher ein bisschen für dich zu behalten. Und von dem her habe ich jetzt die Gelegenheit genutzt, oder, dass auch unter anderem auch im Kollegenkreis mal mitkriegt, dass das auch Kollegen treffen kann, die man kennt und die man vielleicht nicht gedacht hat. Und ja, das ist so. Es ist mir aufgefallen, wenn ich gesehen habe, du postest an mein ganz feines Gericht. Und auch das bringt einem nicht gerade auf die Idee, dass jetzt du da müsstest ein bisschen schauen. Aber du hast hier Tricks und Wege herausgefunden. Und ich habe jetzt im Nachhinein auch mitgekriegt, doch, darum tust du es auch so stolz posten, weil es ist eine spezielle Art und Weise, wie du an das ankommst. Ja, eben. Wir gehen einmal in der Woche im Verein fahren, wo wir sehr dankbar sind. Gehen Lebensmittel holen, also viel Gemüse und Früchte. Was ich eigentlich mit diesen Posts vermitteln ist, dass man mit einfachsten Mitteln auch ganz feine Sachen kann, auf den Teller zaubern. Also, du wirst kein Filet sehen, du wirst nicht irgendwelches Angus oder wie das alles spezielle Fleisch heisst. Es sind ganz einfache Gerichte, aber schön präsentiert, halt, die Leute haben eine Freude und darum mache ich das so. Ein Ratschlag von dir an Menschen, die in eine ähnliche Situation hineinkommen, wo wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Wie geht man am besten vor, damit auch etwas passiert und vorwärts geht? Ja, wie geht man vor? Das Schlimme am Ganzen ist eigentlich, du bist aufs Mal fremdgesteuert. Oder? Du kannst gar nicht selber gross die Richtung durchgeben, wo du eigentlich gehen willst. Man darf mal sicher, ich sage immer, darfst du Humor nicht verlieren. Oder? Also, das Leben geht weiter, Trübsal blasen bringt nichts. Oder? Also, dann musst du dich in die Situation reinschicken und das Beste daraus machen. Eigentlich, ja? Es gibt nicht wirklich einen Tipp, oder? Wie gehst du damit um? Oder? Aber den Mut behalten und weitergehen. Ja, und einfach dranbleiben und weiterleben. Vor allem, vergesst nicht zu leben, auch wenn ihr ein bisschen weniger Geld habt. Es kann trotzdem noch lustig sein. Claude, jetzt musst du mir noch etwas erzählen. Du hast das Projekt vor ein paar Jahren selber initiiert. Wie ist das zustande gekommen? Wie ist das auf deinem Weg jetzt so
zusammengeflossen. Ich meine, es ist ein Riesenerfolg. Es ist bereits die zweite Konferenz, die zweite Armutskonferenz. Also vor 5 Jahren haben wir die erste gemacht, hier in Liestal. Auch zum ähnlichen Bereich, also nicht natürlich zur gleichen Thematik. Dort ist es um Familie gegangen, Familienarmut. Wir haben ja die Initiative Ergänzungsleistung für Familien dort können präsentieren. Ich selber bin natürlich als Mitarbeiter von der Rate der vierten Welt sehr am Puls von den Menschen, die in Armut leben. Und es ist mir ein Riesenanliegen, dass die Öffentlichkeit und die Politik letzten Endes auch davon erfahrt. Und ich habe dann mit dem Domenico Sposato von Caritas gesagt, Domenico, wir müssen bald wieder eine neue Konferenz starten und vor 1,5 Jahren haben wir die Projektgruppe gebildet. Dann sage ich jetzt zum Abschluss von diesem Interview, das geht jetzt nicht wieder 5 Jahre, bis die nächste kommt. Dein Wunsch ist auch, bereits in 2 Jahren wieder nachzuholen. Das ist schön, wenn wir das realisieren können. Wir hoffen es.